Julia, dürfte ich Ihnen eine Frage stellen? Ja, nur zu. Warum haben Sie Ted nichts erzählt von diesem Typ unter meinem Bett? Nur weil mich das nichts angeht. Ich weiß, wie das gewirkt haben muss, doch es gibt eine ganz einfache Erklärung dafür. Sie müssen überhaupt nichts erklären. Ich bin sicher, dass es so ist. Und Sie sind nicht mal neugierig? Nein. Sie halten mich nicht für eine verdorbene, gewissenlose Person, nein? Fehlgeleitet vielleicht, aber sicherlich nicht verdorben oder gewissenlos. Warum sind Sie so nett zu mir? Weil ich Sie einfach mag, darum. Und Sie mögen Ted. Woher wissen Sie das? Ein Blinder könnte das sogar sehen. Ein kleiner Rat von mir, wenn es recht ist. Aber sicher, ich bin gespannt. Ted ist ein sehr ehrlicher und aufrichtiger junger Mann. Und erwartet das auch von anderen. Danke. Danke für Ihren Rat. Und ich werde keinem was erzählen, solange ich weiß, dass Sie alles vermeiden, was Ted schaden kann. Das tue ich. Bestimmt tue ich das. Viel Glück. Was für ein Ass im Ärmel könnte ich dir verschaffen? Du weißt etwas über Angela, das mir nutzen kann. Wer sagt das? Oh, komm schon, Mason, spiel keine Spielchen mit mir. Was immer es ist, es war für sie Grund genug, deinen Tod herbeizusehen. Ich meine, wenn das nicht Anlass zum Grübeln ist. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Über den Prozess? Also bitte, Mason, jeder, Angela eingeschlossen, hat gewusst, du untersuchst den Tod ihrer Schwester Marilyn. Also versuch nicht, es abzustreiten. Was hat das denn aber mit dir zu tun? Es gibt eine Akte. Und die will ich. Da bist du aber auf dem Holzweg. Hattest du nicht gesagt, dass du mir helfen willst? Will ich auch. Aber nicht auf diese Weise. Nein, Mason, nicht du bestimmst auf welche Weise, sondern ich tue das. Oder waren die Sprüche darüber, wie schuldig du dich fühlst und dass du mir helfen willst, mich mit Warren zu versöhnen, wieder nur eine Anhäufung von Lügen? Nein. Okay, jetzt hast du eine gute Möglichkeit, das zu beweisen. Komm schon, Mason, du hast auch was gegen Angela. Hilf mir, sie aus dem Spiel zu werfen. In dieser Akte steht nicht, was du vielleicht denkst. Sie wird dir nicht helfen, insofern es um Warren geht. Hör zu, natürlich verstehe ich deine Verzweiflung. Aber du wirst Warrens Gefühlen vertrauen müssen. Nur die werden am Ende zählen. Du hast vor irgendetwas Angst, oder? Das ist ja lächerlich. Gib doch zu, Mason, es gibt einen bestimmten Grund, wieso du mir diese Akte nicht aushändigen willst. Cassandra, diese Akte ist wirklich völlig ohne Bedeutung für... Vielen Dank, Mason, für all deine Hilfe. Ich werde es dir nie vergessen. Ach, und eins noch. Stellst du dich mir in den Weg, versuchst du auf irgendeine Weise, mich zu behindern. Ich verspreche dir, du bringst dich damit für immer um jede Chance auf zweite Flitterwochen mit Julia. Hören Sie, ich meine, mit Tieren kann ich wirklich umgehen. Okay, ich verstehe Sie, Sie verstehen mich, aber mit Frauen, nein, das geht nicht. Nicht doch. Nicht doch, Moose, vertrauen Sie mir. Gina ist leichter zu erobern, als Sie denken. Bitte glauben Sie mir. Lassen Sie sie über sich selbst reden. Gina liebt Gina. Gina liebt Gina. Ja. Sie kommt, ich muss zurück. Ja, gehen Sie. Nein, halt, Augenblick noch. Was ist denn? Bringen Sie das Gespräch auf Ihre Kinder. Dieses Thema liebt sie über alle Maßen. Okay, ja, alles klar. Hallo. Oh. Ich habe mir etwas die Beine vertreten. Ich verstehe. Danke, sehr aufmerksam von Ihnen, danke. Oh nein, ich habe zu danken. Also, mein Lieber, wie läuft's bei Ihnen? Bestens. Und bei Ihnen? Gut, sehr gut. Was macht Ihr kleiner Sohn? Brandon heißt er, nicht? Oh, es geht ihm gut. Er ist ein prachtvoller Junge. Und Lily? Lily ist etwas schwieriger. Ach ja? Naja, sie ist auch in einem schwierigen Alter. Sie ist kein junges Mädchen mehr und doch ist sie auch noch keine Frau. Bisher waren wir uns ziemlich fremd. Ich hatte den Eindruck, dass Lily sehr besorgt um sie ist. Ja, wir versuchen natürlich jetzt eine gewisse Beziehung zueinander aufzubauen. Es ist nur so, sie lebte in den vergangenen Jahren in Las Vegas. Sie hatte einiges mitgemacht und ist in schlechte Gesellschaft geraten. Aber offenbar hat sie sich wieder gefangen und darüber freue ich mich natürlich sehr. Naja, wir werden sehen. Oh. Was ist denn? Was haben Sie denn? Ja, was ist denn? Wie können Sie es wagen? Hey, Musik, wo bleibt die Musik? Schon in Arbeit, jetzt geht's los. Ja! Oh ja, das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist ja schön. Ich auch. Ah! Oh.
da kriegt man ja einen Herzschlag. Entschuldige. Vielleicht sollte ich dir lieber helfen, oder? Was ist das denn? Was ist das? Das ist sowas wie das Herz unter dem Herzen. Verstehst du? Nein. Okay, und das da? Mach das da. Willst du mich kritisieren, ja? Ein wenig. Okay, also das legst du da auf die andere Seite? Nein, warte. Du nimmst das hier, ich nehme das und wir wechseln die Seiten. Okay. Alles klar? Ja. Oh. Ja. Oh. Ja, verstanden, Chef. Okay. Soll ich uns was zu trinken besorgen? Gute Idee. Soll ich dir was verraten? Wir sind eingesperrt. Ich fürchte, wir sind eingeschlossen. Das geht ja nun wirklich etwas zu weit. Was denken Sie sich eigentlich? Was meinen Sie überhaupt? Was habe ich denn etwas getan? Etwas Unanständiges mit Ihren Füßen. Das habe ich nicht. Nie würde ich sowas tun. Da, schon wovon wieder? Reden Sie überhaupt? Sowas würde mir nie einfallen. Wirklich nicht. Ich glaube, ich weiß, was los ist. Hier. Sie bringen einen Hund mit ins Restaurant? Ja. Wissen Sie, was hätte ich sonst machen sollen? Ich meine, sehen Sie sich den kleinen Kerl doch an. Er hat niemanden. Und, er tat mir irgendwie so leid, der kleine Bursche. Und damit er nicht so alleine ist, nahm ich ihn eben mit. Nur gibt es gewisse Vorschriften in Bezug auf Hunde und auf Restaurants. Ja, ich weiß. Aber ich dachte, er würde da unten schlafen und keiner würde irgendwas merken. Das war's dann wohl. Sie sind ein netter Kerl, aber das hier ist zu viel für mich. Sehen Sie sich das an. Oh. Die war brandneu. Wissen Sie, was sowas kostet? Das tut mir fürchterlich leid. Ich werde Sie selbstverständlich ersetzen. Und hören Sie, ich weiß, dieser ganze Abend war eine Katastrophe. Ich verstehe das nicht. Die Blumen und diese Einladung, das war alles so elegant. Und ich muss zugeben, das habe ich von Ihnen nicht erwartet. Woher hatten Sie die Idee für diesen Abend? Aus dem Fernsehen vielleicht? Okay, also gut. Ich sage Ihnen jetzt einfach mal die Wahrheit, ja? Ich finde, das ist eine gute Idee. Was ist mit deiner Arbeit? Wie läuft's bei dir? Oh, sie macht Spaß, ist richtig aufregend. Warren lässt mich eine ganze Menge Artikel schreiben. Toll, gut, sollte er auch. Talente wie dich sollte man immer fördern. Danke sehr. Ich mache eine Serie über Leute und ihre Arbeit in Santa Barbara und überlege ernsthaft, ob ich auch Lilly reinnehmen soll. Ich könnte sie zu ihrer Arbeit in der Oase befragen. Was meinst du? Lilly? Ja, das wäre nicht schlecht, das würde ihr sicher gefallen. Apropos Lilly, wie war es in Las Vegas? Woher weißt du, dass ich mit Lilly in Las Vegas war? Wie sagenhaft klein doch die Welt ist. Ich hatte keine Ahnung, dass ihr beide heute hier essen geht. Setz dich doch zu uns. Nein, wirklich, ich möchte nicht stören. Ach, dummes Zeug. Setz dich. Naja, okay, vielleicht für ein Momentchen. Ja, für ein Momentchen. Danke, Ted. Mr. Kepfel, da ist ein Anruf für Sie. Ein Anruf? Es weiß doch keiner, dass ich hier bin. Entschuldigt mich. Vielleicht Julia, die weiß, wo wir sind. Ist das nicht toll? Was? Das Windsurfer? Naja, das Windsurfer und dass wir uns so treffen hier. Ted erwähnte, dass er dir ein Essen schuldet. Ja, er kümmert sich um mich, seit Dash weg ist. Ja, ich kenne das Gefühl, wenn der Freund einen verlässt. Aber ich habe festgestellt, das Verkehrteste, was man machen kann, ist, sich sofort einen neuen zu suchen. Du weißt schon, so als Trostpflaster. Oh, die Gefahr besteht bestimmt nicht. Ja, Ted ist schon ein toller Kerl. Ich weiß nicht, was ich in den letzten Tagen ohne ihn gemacht hätte. Oh, du meinst in Vegas? Ja, ich war da, um etwas Geschäftliches zu erledigen. Und wie das so mein Talent ist, habe ich mal wieder etwas Ärger bekommen.
Zum Glück ist Ted da gewesen, um mich da rauszuholen. Ich dachte mir schon irgend sowas in der Art. Oh, du hättest ihn sehen müssen, Katharina. Er war wie ein Held aus einem alten Film, Hände weg von ihr. Also ehrlich, das war klasse. Und du warst in Gefahr, ja? Naja, als Ted da war, dann nicht mehr. Oh, erzähl doch mal. Pass auf. Also, wir verbrachten dann die Nacht in diesem Hotel. Weißt du, ein Bett und nicht gerade groß. Aber das Tollste kam noch. Stell dir vor, am nächsten Morgen treffen wir dort auf Mason und Julia. Ich meine, Mason ist mein Boss. Ich möchte nicht wissen, was er gedacht hat. Das war einer der peinlichsten Momente, die ich je erlebt habe. Ehrlich, aber... Zuerst hast du es versucht und jetzt bin ich mal dran. Hm? Weißt du, ich glaube, ich habe stärkere Hände. Oh, entschuldige bitte, Mr. Mann, aber ich meine, ich habe auch einen festen Griff, okay? Schön, kein Problem. Zeig mir, was du kannst. So halte ich hier fest. Ich zähle bis drei und bei drei ziehen wir, klar? Okay. Eins... Erst bei 13. Oh, Verzeihung. Eins, zwei, drei. Oh! Ist alles in Ordnung? Ist alles okay? Ja, ich bin weich gefallen. Wo ist der Knauf? Der Knauf, was hast du damit angestellt? Ich sag ja, ich habe einen festen Griff. Verdammt, du hast ihn abgerissen, Kelly. Tja, jetzt sitzen wir endgültig in der Falle. Ist dir das klar? Irgendwann erscheint der Hausmeister und findet bloß noch ein paar Knochen hier. Warte mal, vielleicht ist ein Fenster in der Kammer hier. Oh mein Gott. Ach, nicht doch. Nein, da ist kein Fenster. Und die hier gehen nicht auf. Ich weiß, die sind verriegelt. Weißt du was? Bei all der Zeit, die wir jetzt haben, wird das die bestdekorierte Party der Schulgeschichte. Soll das bedeuten, das ist okay? Was sollen wir sonst machen? Wir haben keine andere Wahl. Wir können sonst nicht viel machen, das ist völlig richtig. Sicher hätte man auch was anderes machen können, aber ich war ein Idiot und... Tut mir leid. Danke. Du hast mit Cassie geredet, habe ich gesehen. Ich nehme an, sie ist nicht gerade glücklich über die Entwicklung. Sie wird's überleben. Klar wird sie's überleben, aber sie hat doch wirklich eine Menge Pech gehabt. Erst die Geschichte mit eurer geplatzten Hochzeit und nun diese Sache mit Warren. Sie weiß ja nicht, ob er zu ihr zurückkommen wird. Ich glaube, sie ist ziemlich unglücklich. Lassen wir das Thema, Cassandra, ja? Das verstehe ich nicht. Was? Du drängst und drängst, wir sollen heiraten. Ich sage, okay, fein, dann erzählen wir es aller Welt. Und jetzt spielst du verrückt. Hast du es dir anders überlegt? Sag sowas nicht. Und denk sowas auch nicht. Du hast ja gesagt. Und wenn ich dich schieben und zerren muss, du gehst mit mir vor den Altar. Warum so umständlich? Warum gibst du mir nicht eins auf den Schädel und wirfst mich über die Schulter? Ganz prächtige Idee, ja. Oh, musst du alles so wörtlich nehmen? Und, warst du genauso ein Antreiber bei der Dekoration für euren Abschlussball? Oh, ich war damals viel schlimmer. Das ist noch steigerungsfähig? Oh, vielen Dank. Tja, ich hatte aber auch Grund, missgelaunt zu sein. Damals ging ich mit Theodore Levy, er war der Captain des Footballteams und der beste Fang in der Schule. Und der ließ mich sitzen, eine Woche vor dem Ball, also hatte ich keinen Partner. Oh je. Wir kamen wieder zusammen bei dem letzten Tanz an dem Abend, aber zwei Wochen später ging er aufs College. Natürlich versprach er, dass er mir schreiben und anrufen würde. Da kam nichts. Ganz und gar nichts. Kein Anruf, kein Brief. Ich hatte schon damals so ein Glück. Jetzt guck mich nicht so an, ja? Tut mir leid, ich plädiere auf Valentinstag. Aber welche Art Verteidigung liefert der Valentinstag? Da denkst du eben immer an die besten und die schlimmsten Dinge. Ich weiß, was du meinst. Ich erinnere mich noch an dein erstes Valentinsgeschenk für Eden. Es war ein Gedicht, habe ich recht? Und das weißt du noch? Ganz genau. Irgendwas über das Mädchen mit den großen blauen Augen, oder? Tut mir leid, das hätte ich mir wirklich verkneifen sollen. Ich bin unmöglich. Nein, ich glaube, das wäre mir heute Abend sowieso eingefallen. Nein, also mir tut's leid. Ich meine, es ist doch schrecklich da. Schleppe ich dich hierher und nun wirst du auf dem Fußboden einer Turnhalle schlafen müssen. Tja, aber wenn du vermisst wirst, alarmiert Raphael vielleicht die Nationalgarde oder so.
Theoretisch denkbar, aber ich fürchte, mein Vater hat die Kinder ins Bett gebracht, sich gemütlich auf die Couch gelegt und schläft tief und fest. Er sagt zwar immer, er würde nur etwas dösen, aber Tatsache ist, vermissen wird er mich nicht vor dem Morgen. Wie wär's, wenn wir noch ein bisschen Musik hören? Na klar, wieso denn nicht? Also los. Allerdings weiß keiner, was drauf ist. Es ist wie eine Lotterie. Versuchen wir es mit der hier. Sieht alt aus, finde ich gut. Kein Hauptgewinn. Warte, das ist, So, Kinder, jetzt versuchen wir einen langsamen Tanz. Das ist dieses Ding. Die Jungs wählen ihre Welches Partner. Ding? Das da haben wir früher benutzt, die Jungs meine ich, als eine Art Lehrbuch, um zu üben, wie das mit dem Tanzen geht. Du meinst die Jungs, die Angst vor den Mädchen hatten? Alle Jungs hatten Angst vor den Mädchen, denn sie wussten nicht, wie... Naja, sie wussten nicht, wie es geht, nicht die einfachsten Regeln. Wir wussten nicht mal, wie wir die Partnerin anfassen. Oh ja, das kann gefährlich sein. Genau, du musst doch irgendwie wissen, wo du dich, an welcher Stelle du, dich festhalten darfst. Und jetzt, Mädchen, denkt vor allem an eins. Entspannt euch, lasst die Jungs führen. Nein, das ist, schon wieder zu entspannt. Komm schon, Sergeant. Etwas Rückgrat, bitte, ja, und dann, kann's losgehen, richtig? Schön langsam. Ja, richtig. Entspannt euch und lasst euch von der Musik führen. Erst da lang. Ja, genau, wie ein Quadrat. Wir hatten so Fußstapfen zu üben. Ja, du machst das toll. Na, du erst. Vielen Dank. Wow. Naja, das ist Foxtrot, das ist meine Spezialität. Das, ist eine lange Geschichte. Ich höre zu, erzählen Sie. Weihnachten habe ich sie das erste Mal getroffen. Sie sind so wunderhübsch und ich hatte vorher noch nie jemanden wie sie kennengelernt. Und später, als sie diesem wunderbaren kleinen Wesen das Leben schenkten, ich kann nicht erklären, was da mit mir geschah. Ich dachte, dass Patienten irgendwie verbunden sind mit ihrem Arzt. Nun ja, eine gewisse Bindung existiert wohl zwischen uns. Nicht wahr? Und wissen Sie, naja, dann sprach ich mit Mr. Lockridge und... Lockridge? Lionel Lockridge? Ja. Ruhig. Aus! Sie haben das hier angerichtet. Lassen Sie sich das bitte erklären. Niemals werde ich Ihnen das verzeihen. Nicht in diesem Leben und im nächsten auch nicht. Niemals. Ja, das war's dann. Oh ja, nichts Aufregendes, es ging nur um Arbeit. Tja, also, ich denke, ich gehe dann. Ich will euch nicht weiter. Nein, Lilly, bleib doch da. Ich muss sowieso noch mal in der Redaktion vorbeisehen. Wenn ich es schaffe, mein Interview heute noch auszuwerten, kann der Text in die morgige Ausgabe. Katharina, wollten wir nicht essen? Du hast doch Gesellschaft, wir holen das irgendwann nach. Jetzt komm schon, gönn dir einen freien Abend. Du musst dich auch mal von deiner Arbeit trennen, dich ein wenig amüsieren und dich entspannen. Ted hat recht. Du musst dich wirklich mal irgendwann erholen, Katharina. Es ist nur so, ich weiß genau, wenn ich einen Artikel in meinem Kopf herumwälze, kann ich sowieso nicht abschalten. Also einen schönen Abend. Wir sehen uns dann später zu Hause. Hm? Okay. Tja, dann müssen wir wohl zusammen essen. Sieht so aus, ja. Also, cheers. Tja, falls man das selbst so sagen darf... Kelly?
fröhlichen Valentinstag, Kumpel. Hast du jemand anderen erwartet? Ach, ich habe geträumt, dass ich von Bibo gestreichelt wurde. Aber das war kein Traum. Er wollte dich gerade vernaschen. Ich hatte was dagegen und er hat auf der Flucht die Feder verloren. Schade, dass du ihn vertrieben hast. Einen schönen Valentinstag. Wir haben Valentinstag heute. Da müsste ich eigentlich Blumen von dir bekommen. Ja, und rote Herzen, Luftballons, auf denen ich liebe dich steht, Pralinenschachteln, jede Menge Konfetti und eigentlich sollte ich auch noch singen. Hast du das alles aufgebaut, während ich geschlafen habe? Und ich habe dich voller Bewunderung angesehen. Hast du mich also mal wieder beim Schlafen beobachtet? Habe ich geredet oder geschnarcht? Mir hat das süße Säuseln richtig gehend gefehlt. Es klingt wie Wellen, die zärtlich den Strand umspülen. Leider kannst du es nicht hören. Was sagst du jetzt? Aber wenn wir verheiratet sind, gefällt es dir doch nicht. Oh, ich habe was vergessen. Ein Geschenk. Ein alles übertreffendes Valentinstag-Hochzeitsgeschenk. Das Geschenk ist wohl eher für dich. Kann schon sein. Du kriegst noch was. Oh. Ich weiß, was da drin ist. Oh, na also, der traditionelle chinesische Valentinstags-Glückskeks. Genau. Küss mich, Schätzchen. Am Sonntag werden die Hochzeitsglocken läuten. Konfuzius hat das hier ganz sicher nicht gesagt. Und was sagst du? Wozu denn? Zu einer romantischen Hochzeit am Sonntagmorgen. Eine Braut und ein Bräutigam. Die Leute werfen Reis. Nein, das kommt nicht in Frage. Wieso nicht? Weil Konfuzius gesagt hat, dass Liebe eine vorübergehende Krankheit ist, die man durch Heirat meist heilt. Ach, was soll's. So eine Heilung wird einen bestimmt nicht umbringen. Was ist, soll ich raten? Nun, das ist ja nicht schwierig. Schließlich erwarten Sie mich. Stimmt doch, oder? Ja, natürlich erwarte ich Sie. Einen schönen Valentinstag. Oh, danke, David. Das ist aber nett von Ihnen. Ein kleines Dankeschön, bestimmt nur eins unter vielen. Ja, ich werde mit Dank so überhäuft, dass ich gar nicht weiß, wie ich mich wehren soll. Eine gute Übung. Es dürfte nicht schaden, wenn man sich auf der Party die Crews für die Jugendgruppen speist, zu wehren weiß. Immerhin geraten die Jungs wie verrückt ins Schwärmen, wenn sie von ihnen hören. Und ab jetzt werden sie sich an jeden Valentinstag an eine entzückende Dame erinnern, der sie einen unvergesslichen Feiertag verdankt. Oh, Sie sind ja richtig romantisch, David. Das erkennen Sie nur, weil Sie es auch sind. Dann lassen Sie uns mal gehen. Ich muss aber noch mal telefonieren. Ich bin gleich wieder zurück. Es dauert bestimmt nicht lange. Ich warte hier. Er liegt ganz vorne, dieser Zweikaräter, links im Schaufenster. Wie viel soll der kosten? Naja, wenn man es auf die Jahre verrechnet, die ich die Lady schon kenne, ist es durchaus akzeptabel. Also packen Sie ihn mir ein. Ich komme dann so gegen Mittag vorbei. Ja gut, bis gleich. Wieso nicht? Diesen Valentinstag wird sie sicher nicht vergessen. Fangen wir am besten mit der Wandverkleidung an. Oder vielleicht doch nur ein Anstrich? Ein gebrochenes Weiß wäre ganz schön. Was halten Sie davon? Sie haben das Gästezimmer so hervorragend ausgestattet. Ich überlasse Ihnen die Entscheidung. Oh, herzlichen Dank für Ihr Vertrauen. Etwas mehr Licht, eine andere Farbe. Es soll keiner mehr erkennen, dass hier mal die Frau eines Richters gewohnt hat. Oh, wenn Wände reden könnten. Die hätten wahrscheinlich nicht viel zu erzählen. Die meiste Zeit ging es hier ziemlich langweilig zu.
Deswegen kam ich auf die Idee, denn wenn Cici Capwell sein Haus renovieren lässt... Soll das etwa heißen, Sie haben mich nur wegen Cici für die Arbeit engagiert? Wenn Sie so wollen. Ja, Sie haben doch ein wahres Wunder in dem Mausoleum vollbracht. Da war mir klar, dass ich Sie möglichst schnell engagieren muss, denn sonst wären Sie die nächsten 2 Jahre ausgebucht gewesen. Das ist doch nur ein vergänglicher Ruhm. Das sollten Sie nicht unterschätzen, denn auch Leute mit wesentlich weniger Talent haben es ohne Probleme geschafft, Aufträge an Land zu ziehen. Und wenn man wie Sie sein Handwerk versteht... Vor allem, wenn man durch Cici Capwell eingeführt worden ist, hat man besonders gute Chancen. Danke. Was ist mit Cici und Ihnen? Haben Sie sich etwa zerstritten? Nein. Ich würde sagen, wir sind uns so nahe wie schon lange nicht mehr. Aber beruflich gesehen würde ich gern die Nabelschnur endlich durchtrennen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Cici hat mir sehr geholfen und dafür bin ich ihm auch sehr dankbar. Aber ich will einfach nicht, dass man denkt, dass mein Erfolg nur Cicis Verdienst ist. Mhm. Oder dass er mir dieses Projekt aus der Kiste gezaubert hat, nur um mich glücklich zu machen. Es ist mein Job, Angela. Und ich bin gut. Das kann man sagen. Deshalb ist es unnötig, in die Defensive zu gehen. Erfahrungsgemäß sollte man gleich zugreifen, wenn sich schon eine Möglichkeit bietet. Und gegen die Gerüchteküche können Sie sowieso nichts unternehmen. Die Leute werden auf alle Fälle sagen, Sie hätten den Erfolg dem Bett, einer Menge Geld oder einer Mischung aus beidem zu verdanken. Wehe dem, der es wagt, mir das ins Gesicht zu sagen. Das wird schon keiner. Aber dafür können Sie es zweifellos an den Augen der Leute ablesen. Also, schicken Sie die Bande zur Hölle und tun Sie nicht so, als ob Sie sich nicht wehren könnten. Das klingt ja, als ob Sie mich kennen würden. Ah, sagen wir, Sie erinnern mich an jemanden. So, aber jetzt zeigen Sie mir, was für Zaubereien Sie für mein Badezimmer vorgesehen haben. Na gut, fangen wir mit einer Sauna an. Sie haben doch noch keine. Nein. Dann wird's aber Zeit. Meinen Sie, trocknet einem da nicht die Haut nach? Nein. Wohl die ach so früh verstorbene Schwester Marilyn. Tja, aber die Umstände ihres Todes sind ein streng gehütetes Geheimnis. Warum nur? Angela, Angela. Was ist das für ein Geheimnis, das niemand erfahren soll? Es gehört sich nicht, Hilfe anzubieten und dann nicht aufzuhören. Es gehört sich aber auch nicht, mitten im schönsten Liebesgefecht auf einmal loszuschreien. Wir kommen zu spät, wir kommen zu spät. Ich dachte, ich liege mit dem Kaninchen von Alice im Wunderland im Bett. Bei meinen langen Ohren und den Barthaaren. Wir können nicht rein. Dann gehen wir. Nein, das geht nicht. Oh, hallo. Könnten Sie uns vielleicht verlassen? Ich weiß nicht, ob Sie da so einfach rein können. Doch, doch. Wir sollen bei den Vorbereitungen helfen. Na gut. Hm? Danke sehr. Na, dann noch ein Spaziergang. Danke. Wenn Cruz fragt, wieso wir zu spät kommen, dann sag bitte nichts. Ich würde sagen, das Reden überlassen wir ihm. Oder sehr früh. Ihr habt mit der Fete wohl schon angefangen. Sehr witzig. Wir wurden gestern Abend hier eingeschlossen. Sagte sie eingeschlossen? Mhm. Ja. Wir wurden eingeschlossen. Ich brauche jetzt unbedingt eine Tasse Kaffee. Habt ihr vielleicht welchen dabei? Wow, das sieht ja spitze aus. Klasse. Danke. Was soll ich eigentlich hier, wenn schon alles fertig ist? Keine Angst, es ist noch jede Menge zu tun, denn wir müssen noch die Sache mit der Musik organisieren. Die steht noch nicht.
Hört sich ganz so an, als ob jetzt meine Dienste gefragt wären. Wie schon meine Tante Clara immer sagte, Junge, du kommst genau richtig, um die Kartoffeln zu schälen. Sieht so aus, als hätten wir einen DJ. Der Beste, den ich kenne. Erraten, ich war schon auf dem College der begehrteste DJ. Er hat die Platten geputzt, sonst war nichts weiter. So, Leute, lasst uns anfangen. Die Fete soll doch ein Erfolg werden. Und ihr beiden übernehmt die Verantwortung für die Musik, ja? Mason und Julia, ihr kümmert euch um die... Wir übernehmen die Verpflegung. Sehr gut. Kelly, könntest du vielleicht meinen Vater anrufen, damit er sämtliche Suchaktionen abblasen lässt? Ja. Und du, was machen wir denn nun mit dir? Das ist eine gute Frage. Wie geht es dir überhaupt, Cruz? Trotz der Umstände ganz gut. Ich denke, Weihnachten war ganz schön hart. Na los, sag mir, was ich machen soll. Ich würde sagen, du bist das Mädchen für alles. Gut. Also, das sieht ja gut aus. Klingt auch gut. Haben Sie was von Warren gehört? Ja, Gott sei Dank. Er hat mich gestern angerufen. Ich wollte ihn nur wissen lassen, dass der Antrag, den er wegen der Namensänderung in seinen Papieren gestellt hat, durch ist. Sehr gut. Er müsste irgendwann heute zurückkommen. Und wenn ich ihn sehe, werde ich es ihm ausrichten. Danke. Würdest du mir bitte mal mit der Tischdecke helfen? Ich würde wesentlich lieber dir in etwas hineinhelfen. In was denn? Oh, mir schwebt da etwas in Gold vor. Etwas Einfaches. Wie ein Ring. Ohne Schnörkel. Nur mit einer Gravur. Wieso schleichen wir uns nicht weg und du probierst einen an? Du willst am Valentinstag ausreißen. Eine originelle Idee. Denk doch an das Geld, das wir sparen würden. Ich müsste dir dann keine Karte schicken. Nein, ich bedauere. Wir haben Cruz versprochen, ihm zu helfen. Hier geht's gleich wie im Tollhaus zu. Da vermisst uns doch keiner. Außer den Leuten, die uns bei unserer Hochzeit unterstützen würden. Und glaub mir, wir brauchen jede Unterstützung. Ja, sehr wahrscheinlich muss ich von mir erst nur dem Reisekolleg umgehen. Was, brummelst du da vor dich hin? Ich verstehe das nicht. Ich versuche uns den romantischsten Tag unseres Lebens zu bescheren und du denkst nur an diese Fete und an nichts anderes. Das Leben ist so bitter. Wenn du schon nicht mit mir durchbrennst, lass uns wenigstens einen Termin machen. Wieso wiederholst du dich eigentlich dauernd? Ich will vorsichtshalber wissen, was für Schuhe ich anziehen soll, falls das ein längerer Weg zum Altar wird. Gummistiefel? Ich muss dir also einen Termin sagen? Ja. Wenn die Zeit dafür reif ist. Aber die Zeit ist ja reif. Sie ist überreif. Hallo? Oh, ich habe auf Ihren Anruf gewartet. Ja, ich wollte unsere gestrige Absprache bestätigen. Oh, die wissen Bescheid, ja. Vollkommen richtig. Das Wichtigste ist nach wie vor der Zeitplan. Ja, genau so wie ich es Ihnen gesagt. Da ist ja unser Super-DJ. Nein, nein, der Job hat sich erledigt. Susanne hat sich beschwert. Sie meint, ich würde nur Musik für alte Knacker spielen. Solange keine traurigen Liebeslieder gespielt werden. Sind die nicht alle traurig? Sissi und ich hatten ein Lied. Wir nannten es immer unser Lied. Ich weiß überhaupt nicht, wieso ich jetzt daran denke. Es liegt doch nicht an diesem Tag. Oh nein. Unsere Valentinstage waren meistens sehr schön und äußerst romantisch. Wir waren gut essen bei Kerzenlicht und haben literweise Champagner getrunken und es uns gut gehen lassen. Einmal sind wir am Valentinstag sogar nach Paris geflogen. Ein Essen im Tour d'Argent und nachher tanzten wir unter dem Triumphbogen einen Walzer und gingen an der Seine entlang. Klingt wie die Werbung für einen Reiseveranstalter. Ich habe mich getäuscht, Sie sind nicht romantisch. Ich will Sie nur ärgern, weil ich neidisch bin. Ich habe sowas noch nie mit jemandem gemacht. Wissen Sie, der beste Valentinstag, den wir je hatten, es ist verrückt, aber den haben wir zunächst vergessen. Wir hatten jede Menge Arbeit und mit den Kindern so viel zu tun, da haben wir erst gemerkt, was für ein Tag ist, als es zu spät war und die Geschäfte zu hatten. Es war also zu spät, um Geschenke zu kaufen und so mussten wir uns etwas anderes einfallen lassen. Ich trau mich ja kaum zu fragen. Es war ganz süß. Er hat mir abends eine Kette geschenkt aus Makaronistückchen. Sie war wunderschön und mir tausendmal lieber als jedes kostbare Diamantkollier. Was hat er von Ihnen gekriegt? Ich habe ein Herz ausgeschnitten. Das konnte man aufklappen und mit goldener Schrift stand da: Mein Herz soll für immer dir gehören. Das ist ein wunderschöner Spruch. Wieso schreiben Sie es ihm nicht einfach nochmal? Das ist Vergangenheit. Die Zeiten ändern sich auch wieder. Ich bezweifle, dass er sich an diesen Tag überhaupt noch erinnern kann. Wer weiß, fragen Sie ihn doch.
mir, ja? Ja, ich verspreche es, ich verspreche es. Und gefällt Ihnen die Idee vom Kakteen? Oh, die gefällt mir sehr. Wenn ich das nächste Mal eine Gartenparty für die feine Gesellschaft von Santa Barbara gebe, werde ich Sie darauf sitzen lassen. Oh, wirklich? Ich glaube, wir sind seelenverwandt. Gut möglich. Dann erlauben Sie Ihrer Seelenverwandten, Ihnen einen Scheck auszufüllen als Anzahlung für die Kosten, die anfallen werden. Anscheinend leide ich unter Gedächtnisschwund. Ich hätte schwören können, mein Scheckbuch wäre hier. Oh, hier, da haben wir ja das Scheckbuch. Also, ich habe mittlerweile eine Theorie aufgestellt über nicht wieder auffindbare Gegenstände. Schlüssel, Liebhaber, Kugelschreiber. Um uns auszutricksen, laufen die in der Nacht einfach woanders hin. Da könnte was dran sein. Mhm. Vielleicht habe ich mich auch einfach nur geirrt. Hallo! Schnapp dir deinen Mantel und komm, meine Limousine wartet schon. Deine Limousine? Naja, genau genommen ist es der Jeep von Cruise. Na los, worauf wartest du? Oder willst du dein Auto nehmen? Wir müssen fahren. Wohin denn? Zur Turnhalle, hast du es vergessen? Die Valentinstagsparty. Cruise hat doch alles organisiert. Die ist heute? Ja, heute ist Valentinstag. Außer sie haben den Feiertag verlegt, damit die Berufstätigen ein bisschen mehr davon haben. Oh, das tut mir leid. Ich habe diese Party wirklich völlig vergessen. Ist doch kein Problem, dann kommen wir eben etwas später hin. Ich warte hier und du kannst dich in Ruhe umziehen. Warum? Kann ich denn nicht einfach so gehen? Aber ja, sieht hervorragend aus. Na los, komm schon. Ich ziehe mich um. Wieso denn? Ich verstehe nicht, was das jetzt soll. Du hast das gut genug gefunden, als ich was von Umziehen sagte. Und jetzt, wo ich es gut finde, rennst du weg. Wieso machst du das? Wenn ich was sage, dann tust du garantiert das Gegenteil. Ay, por favor. Ich habe auch noch eine andere Hand. Und zwar hier, siehst du? Ay, 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 ay. Was Süßes für die Süße. Ich esse keine Schokolade. Wieso nicht? Ich bekomme Pickel davon. Na, das ist doch gut. Dann solltest du gleich die ganze Schachtel aufessen. Denn nichts auf dieser Welt sollte absolut perfekt sein. Und ich bin gleich wieder da. Wir beiden. Für dich, Chip? Hier, mein Schätzchen. Dankeschön. Macht es euch Spaß? Ja. Ja? Aber klecke nicht auf die Hose, hm? In Ordnung. Mit wem redet ihr die denn da? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Soll ich versuchen, es rauszufinden? Was meinst ja. du? Na gut, warte hier. Ich komme wieder. Autotelefon, Telefon in der Westentasche. Warst du immer schon so mitteilsam? Wahrscheinlich. Was hast du vor? Wieso bist du immer so misstrauisch? Ich kenne dich. Du führst etwas im Schild. Nein, Julia, das bildest du dir ein. Ich plane nur einen Gottesdienst für Onkel Grant. CCs Bruder? Mhm. Der ist schon ein Jahr tot. Ja, und er hatte damals keine richtige Trauerfeier. Ich bin ihm was schuldig und finde, das müsste nachgeholt werden. Dass ihr euch so nahe gestanden habt, wusste ich gar nicht. Haben wir ja auch nicht. Aber Dad und er waren wie Brüder. Sie waren ja auch Brüder. Es ist wohl mehr ein Zeichen meines guten Willens gegenüber meinem Vater. Hältst du das für dumm? Nein, es ist sogar sehr nett. Äußerst nett. Aber ich bin immer noch beunruhigt. Frag Joe und sag mir, was er davon hält. Danke. Mach ich. Dann bis gleich. Die Musik ist ein bisschen langweilig. Die beiden kennst du noch nicht. Adam und Kevin. Das ist Kelly. Hallo. Hallo. Ich hab dich doch schon mal gesehen. Habt ihr nicht diese japanische Kampfsportart und Fechten gemacht, als ich das letzte Mal hier war? Bruce sagt, ihr hättet das richtig gut drauf, stimmt das? Ja, das haben wir. Ach, die beiden haben echt gute Schritte drauf. Habt ihr keine Lust zu tanzen? Nein, lieber nicht. Nein. Dann wollt ihr wohl lieber Kuchen haben, aber lasst die Kokosnusstorte in Ruhe. Die macht nichts. Du bist die Mutter Teresa für Kinder. Ach was, ich tue nur mein Bestes. Was ist das da drüben? Tja, das... ist Mickey. Hallo, ich bin Kelly. Na und? Wie wäre denn ein Hallo? Tag. Tag. Viel Spaß hast du ja wohl nicht. Sind Sie die Partypolizei? Nein, ich habe keine Lust mehr. Habe ich was Falsches gesagt?
Nein, an dir hat das nicht gelegen. Der Junge hat es nur nicht sehr leicht. Bei ihm zu Hause wird so viel geschrien, dass er ein normal gesprochenes Wort kaum registriert. Was ist denn bei ihm zu Hause los? Sein Vater ist Alkoholiker und wenn der Mann betrunken ist, ist er unausstehlich. Ach, meine Güte. Vor ein paar Jahren hat seine Mutter auch angefangen zu trinken. Und so hat Mickey gelernt, Leute nicht an sich rankommen zu lassen. Es wäre schön, wenn du ihn überzeugen könntest, dass doch noch Menschen existieren, denen er wichtig ist. Ja, das versuche ich ja auch. Irgendwann wird er schon noch Vertrauen gewinnen. Vor ein paar Wochen hat ihm ein Junge seine Rollerblades geliehen. Auf denen ist er dann an der Strandpromenade entlang gewetzt und sah richtig glücklich aus. Wahrscheinlich wäre er am liebsten bis nach Mexiko durchgerollt, aber leider kann er sowas jetzt noch nicht machen. Ja. Möchtest du noch ein Stück Kuchen haben? Und welches? Das wird typisch. Jetzt fertig, nur noch eine Sache. Mein Herz soll für immer dir gehören. Oh, sehen Sie, ich hab's getan. Das finde ich sehr gut für Sie. Kindisch, aber vielleicht habe ich Glück. Das hoffe ich für Sie. Oh, ich danke Ihnen, David. Viel Glück. Bis dann. Was denn? Oh, ich habe noch was Geschäftliches zu erledigen. Du auch? Vielleicht können wir uns gegenseitig irgendwie helfen. Was hast du vor? Ich bringe dich zum Auto und wir werden uns darüber unterhalten. Signora? Ja? Ich wurde gebeten, Ihnen das hier auszuhändigen. Oh, von wem ist das? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Sie können nicht oder wollen Sie nicht? Vergessen Sie es, macht ja nichts. Danke jedenfalls. Du kannst den zweiten Teil in der State Street Turnhalle finden. Oh. Na gut. Slim! Hallo, sagen Sie bloß, Sie haben heute nichts zu tun. Nein, Miss Lockridge. Ich recherchiere gerade. Ich habe immer zu tun. Schon was von Warren gehört? Tut mir leid. Nein, noch nichts. Schönen Tag. Machen Sie es gut. Wieso hast du nicht gesagt, dass er heute wiederkommt? Er will nicht, dass es jemand erfährt. Nur keine Bange, Slim. Ihr Geheimnis werde ich schon nicht verraten. Ich kann das alleine. Schon gut, ich weiß, dass du das kannst. Sag mal, machen wir hier ein Wettrennen? Als ich dir die Autotür aufgehalten habe, bist du rausgesprungen, als würde es in Flammen stehen. Ich komm nicht gern zu spät. Wir sind noch absolut rechtzeitig hier, also atme tief durch, entspanne dich und versuch dich zu amüsieren. Oh, das hätte ich beinahe vergessen. In diesem Ärmel ist nichts, in diesem Ärmel ist auch nichts und jetzt simsalabim. Hier gehen deine Tricks wohl nie aus. Ich bitte dich, Rose. Das sind keine Tricks, es sind Illusionen. Was du nicht sagst, und wo ist der Unterschied? Einen Trick, den siehst du dir einfach nur an. Eine Illusion hingegen siehst du, fühlst du und glaubst du vor allem mit dem Herzen. Glaub es, Rosa, glaub es einfach, ja? Papa, Rosa, hallo. Hast du ein paar Zaubertricks mitgebracht? Ja, aber die habe ich doch immer dabei. Sehr gut. Es wäre schön, wenn du jemanden mitmachen lassen würdest. Wo ist Mickey? Das ist eine gute Idee. Ich versuche ihn zu finden und rufe die Kinder alle hin. Gut. Hoffentlich glaubt Mikey wenigstens an Illusionen. Mike, bist du hier? Hallo, was machst du denn hier so ganz allein? Was geht Sie das an? Warte mal, das ist wirklich komisch. Irgendwie kenne ich so eine Situation. Ich war gerade erst ein paar Wochen auf der Highschool und da hat unsere Lehrerin Mrs. Santefitch mich und meine beste Freundin dabei erwischt, wie wir heimlich geraucht haben. Und was passierte dann? Oh, es war die Hölle. Wir mussten uns hinsetzen und zwei Päckchen Zigaretten rauchen. Mir war dermaßen schlecht, ich habe nur noch gekotzt und seit der Zeit rühre ich keine Zigarette an. Was so viel heißt wie, du sollst nicht rauchen. Ja, das und lass dich nicht von Mrs. Santefitch erwischen. Also, was ist? Gehst du wieder mit rein?
Wir brauchen dich dringend für einen Zaubertrick und der geht nicht ohne dich. Na gut. Schön. Es ist eine Suite im Biltmore Hotel auf meinen Namen für dich reserviert. Ich warte sehnsüchtig auf dich, W-Punkt. Ken, hallo, hier ist Cassie. Ist für Mrs. Raymond vielleicht eine Nachricht abgegeben worden? Oh, vielen Dank, Ken. Sehr gut. Wenn sie merkt, dass sie reingelegt worden ist, ja, wird es zu spät für sie sein. Und hier ist ein Krug mit Wasser. Was seht ihr hier? Na? Wasser. Genau. Und das gießen wir jetzt hier hinein. Vorsichtig, vorsichtig. Wow. Einen Trommelwirbel, bitte. Applaus für El Mago und seinen Assistenten. Sehr gut. Anscheinend habe ich einen neuen Fan. Das war echt klasse. Ich will jetzt mein Geschenk haben. Gleich einen kleinen Moment. Wir kommen jetzt zum Höhepunkt des Tages. Samantha weiß nämlich, dass wir hier eine Kiste voller Geschenke haben. Und die werden wir uns jetzt alle mal genauer ansehen. Moment, stellt euch jetzt mal in einer Reihe auf. Und zwar der Größe nach. Samantha kommt also nach vorne. Du gehst bitte weiter nach hinten und Samantha kommt hierher. Chip, du bist der Nächste. Manchmal scheint die Schlacht gegen kindliche Gier ausweglos zu sein. Hallo, kennen wir uns? Ah, oh, du Mason. Ohne Telefon, das aus deinem Ohr rauswächst, warst du so schwer wiederzuerkennen. Feierst du auch? Denn deswegen bist du hier mitgekommen, oder ist das ein Irrtum? Nein, wir sind nur deswegen hier, weil wir nun mal hier sind. Leider. Es ist ein besonderer Tag. Ja, für Süßwarenverkäufer und Grußkartenhersteller. Und Sekundenzeiger. Die sind auch schon ganz nervös. Wie viel Zeit muss denn noch verstreichen, bis du vor den Traualtar trittst und verkündest, ja, ich will? Deine Gedanken sind heute ziemlich eingleisig. Das wird langweilig. Tick. Tack. Tick. Tack. Tick. Susanne, guck mal, was ich hier habe. Lass mal sehen. Wow, du hast Murmeln gekriegt. Habe ich dir erzählt, dass ich früher ein Champion damit war? Die anderen haben an mich immer ihre schönsten Klicker verloren. Soll ich dir einige von meinen Tricks zeigen? Nur wenn du das wirklich willst. Natürlich will ich das wirklich. Also dann bist du nicht mehr böse auf mich, hm? Oh, Schätzchen. Wieso denn? Ich war doch niemals böse auf dich. Aber wieso besuchst du uns dann nicht mal? Ich habe im Moment unheimlich viel zu tun. Aber eins kannst du glauben, ich vermisse dich ganz wahnsinnig. Schließlich bist du doch mein allerbester Freund. Komm, lass dich umarmen, mein Schatz. Oh, das ist ja toll. Weißt du, was wir machen? Hast du die Schöne und das Biest gesehen? Was hältst du davon, wenn wir uns den Film mit Adriana zusammen anschauen? Wir gehen ins Kino, drehen noch ein paar Runden durch den schönen Park und ich kaufe euch ein Eis. Was hältst du davon? Wäre das was? Mhm. Sehr schön, dann machen wir das auch. Wäre es möglich, dass Daddy auch mitkommen kann? Wir würden uns freuen. Fein. Freust du dich auch? Dann geh mal wieder rüber zu den anderen. Viel Spaß. Hallo. Hallo. Wow, sieht ja wirklich toll aus. Ich habe dich schon gefragt, wann du endlich kommst. Genau genommen hatte ich gar nicht vor, hierher zu kommen. Wirklich? Jemand hat geahnt, dass du dich sehen lässt. Ist ja toll. Das ist, nicht von mir. Das muss von einem heimlichen Verehrer sein. Entschuldige mich. Um den Kreis zu schließen,
brauchst du nur deinem Herzen zu folgen. Warren? Angela! Was suchen Sie denn hier, Cassie? Anscheinend genau dasselbe wie Sie, nicht wahr? Eigenartig, dass wir uns immer auf diese Weise treffen. Was ist passiert? Haben Sie den Bus nach L.A. nicht gekriegt? Wie haben Sie davon erfahren? Es ist eine Suite im Biltmore Hotel auf meinen Namen für dich reserviert. Ich warte sehnsüchtig auf dich. Sie sind eine hinterhältige, miese kleine Hexe. Das ist doch, als ob Sie in einen Spiegel sehen. Wie sieht's aus? Möchtest du vielleicht noch etwas trinken? Nein, danke. Ich habe leider keine Zeit. Oh. Danke für den schönen Abend. Ja. Jetzt warte mal. Wir beide wissen doch, dass du's nicht schön gefunden hast. Nein, das ist nicht wahr. Natürlich ist das wahr. Schon als ich dich vorhin abgeholt habe, war irgendwas mit dir los. Irgendwas, was man nicht durch Pralinen oder eine schöne Rose wegzaubern könnte. Man merkt doch jetzt noch, dass irgendwas nicht stimmt. Also, was ist los? Liegt es an mir? An dir? Mhm. Rafael Castillo, von wegen, das hättest du wohl Ich gern. Bilde mir das nicht ein und ich will, dass du mir jetzt sagst, was los ist. Und ich lasse keine Ausrede mehr gelten. Irgendwas an mir macht dir doch Angst, oder? Ich bin ja auch ein bisschen unruhig wegen uns beiden. Oh je, ich wüsste gern, ob du das auch den anderen erzählst. Was? Hm? Den anderen Frauen. Zauberst du denen auch Rosen und Pralinen aus deiner Tasche oder redest du mit ihnen nur über Illusionen und über Magie? Ich mein's ehrlich und verstehe nicht, wieso du das in Frage stellst. Denkst du, ich mach dir gegenüber abgedroschene Sprüche, die ich in meinem Leben schon 100 Mal losgeworden bin? Du Ausbund an Tugend. Tust du's nicht? Hältst du so wenig von dir? Liegt es daran? Findest du dich nicht attraktiv genug? Hm? Glaubst du, du bist nicht genug wert? Ich mag dich so, wie du bist. Nur das ist für mich von Interesse. No, 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 no. Du willst mich nicht wirklich. Nein, Raphael. Bei dir ist alles nur fauler Zauber. Außerdem verhältst du dich wie ein Gockel, der aufgeblasen über den Hühnerhof stolziert. Kikeriki, kikeriki. Ja, ja, aber sicher. Aufgeflustert, um vor den Küken anzugeben. Doch mich kannst du damit nicht beeindrucken. Weißt du was? Du kannst einem wirklich leid tun. Dein Ehemann, wie hieß der? Ruben. Es wäre besser, wenn du jetzt nichts mehr sagst. Ruben. Der Mann muss dir ja dermaßen wehgetan haben. Außerdem war er ein Volltrottel. Jeder Mann, der eine Frau wie dich verlässt, ist ein Volltrottel. Er hat dich verlassen, nicht wahr? Das hat er doch. Rosa, bitte. Hör mir doch zu, ja? Sieh mich endlich an. Na? Sieh mir einfach in die Augen und sag mir, was du dort siehst. Na komm schon, Rosa. Ich sehe nur einen eitlen und furchtbar eingebildeten, mächtig sturen Egoisten. Mach weiter. Als würde sich jede Frau die Finger nach ihm lecken. Auf alles hat er eine Antwort. Aber in Wahrheit ist das alles nur hohles Gerede. Denn eine Frau braucht schon etwas mehr als ein paar Köder in Form von Schokolade, Blumen und schönen Worten. Eine Frau braucht etwas Wirkliches. Etwas, das absolut nur ihr allein gehört. So, das war's. Kannst du das verstehen? Oh ja, ja. Gut sogar. Und kannst du vielleicht verstehen, dass hinter all dieser Schokolade, den roten Rosen und den geschickten Zauberhänden ein Mann auf der Schattenseite steht, der nur auf eine offene Tür wartet? Und darauf, dass doch noch jemand in den Mondschein tritt und ihn zu sich hereinbittet? Ich fürchte, Bernard, dass ich vor dem falschen Haus stehe. Ich muss mich wohl entschuldigen. Es tut mir leid. Hm? Gut. Buenas noches. Rafael, espera. Wer
sagt, dass du vor dem falschen Haus stehst. David, ich bin Ihnen wirklich dankbar, dass Sie uns so viel geholfen haben. Ich werde mir ein T-Shirt bedrucken lassen mit dem Satz, ich überlebte einen ganzen Tag mit einer Horde Zehnjähriger. Oh, kommen Sie, alter Mann, ich bringe Sie nach Hause. Und dir danke ich für den schönen Tag. Ich bin froh, dass ich mit Chip wieder alles ins Reine gebracht habe, weißt du? Ja, ich auch, das war gut. Ja. Und die Verabredung vergisst du nicht? Auf keinen Fall. Dann sehen wir uns. Ja. Wirklich gute Arbeit, Kleine. Du warst auch ganz gut. Was ist denn? Ich habe mir nur gerade einen der engagiertesten und barmherzigsten Männer angesehen, die ich im Laufe meines Lebens kennengelernt habe. Willst du etwa einen Kredit von mir? Nein, ich meine das ganz ernst. Du hast ein sehr schlimmes Jahr hinter dir. Und kein Mensch würde es dir verübeln, wenn du dich in eine Ecke verkriechen würdest. Aber glücklicherweise hast du dich anders entschieden. Du hast den Kindern das Gefühl gegeben, als wären sie die wichtigsten Menschen in deinem Leben. Das ist toll. Sie sind wichtig und sie haben mir geholfen. Sehr geholfen. Und du auch. Was würde Chip jetzt sagen? Na? Ich will jetzt sofort geschmust werden. Ja, genau. Und das will ich jetzt auch. Danke. Ich danke dir auch. Glaubst du, es hat den Kids heute wirklich Spaß gemacht? Mhm. An den Tag werden sie sich sicher noch lange erinnern. Gefällt er dir? Ich kann ihn auch umtauschen, wenn du willst. Untersteh dich, ich warne dich. Er ist wunderbar. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Entschuldige, aber ich wollte dir nur eine Freude machen. Oh, ich freue mich. Ich freue mich sogar sehr. Du hast eine komische Art, Freude auszudrücken. Und du bist ein komischer, liebenswerter, wundervoller Mann. Ich bin ein glücklicher Mann. Glücklich, weil so eine Schönheit neben mir steht und mir die Hand hält. Ich sehe nur dich. Und du bist auch das Einzige, was ich wirklich will. Ich liebe dich. Glauben Sie, Sie wären clever genug, mich aus Santa Barbara zu verjagen, um Wochen für sich alleine zu kriegen? Ich war gar nicht clever, sonst wären wir uns hier nicht über den Weg gelaufen. Ja, ich wollte es hier etwas gemütlich machen, bevor er zurückkommt, aber wir beide haben anscheinend dasselbe vor. Dieses Beduinenzelt ist nur etwas zu kitschig, sogar für Ihre Verhältnisse. Oh, ich wollte ihm eigentlich das Taj Mahal schenken, aber mir wurde berichtet, Sie hätten es schon mit Ihrer goldenen Kreditkarte gekauft. Also ich habe es nicht nötig, Warren zu kaufen oder ihn durch irgendwelche Tricks mit in mein Bett Sie zu locken. Sie arbeiten doch sonst mit allen Tricks. Miststück. Sie Luder. Oh, sehr. Sie kriegen auch noch was ab. Da, da. Oh, da. Und das ist für die schicke Designerbluse. Nehmen Sie Ihre Fettpfoten von meinen Haaren. Warren. Hast du Hunger?
Schnappen wir uns Samantha und fahren nach Hause? Gut, und was macht ihr? Übernachtet ihr heute wieder hier? So ein Witzbold. Tja, so ist er halt. Julia, es ist noch nicht zu spät. Plädier doch einfach auf unsere Rechnungsfähigkeit. Das habe ich schon zu oft gemacht. Ich kann nur hoffen, dass das Urteil milde ausfallen wird. Wo ist Chip? Er wollte mir doch beim Aufräumen helfen. Vorhin hing er noch zusammen mit Samantha in der Erdbeerbowle. Aber da ist er nicht. Was ist das denn? Meine Güte. Wir drei, wir gehen besser raus. Ja, es brennt tatsächlich. Was ist denn los? So. Seht nach, ob noch jemand im Haus ist. Chippe! Das darf doch nicht wahr sein.